dann fand ihre Stimme ihren Weg zu einem Mann im Zimmer einer Stadt in einer anderen Welt, 5 Minuten Funkzeit entfernt. Und ihre Botschaft lautete: Hallo Will, hier ist Janice. Sie schluckte. Man sagt, ich habe nicht viel Zeit, nur 1 Minute. Sie schloss die Augen. Ich möchte langsam sprechen, aber sie sagen, sprich rasch, damit du alles unterbringst. Darum möchte ich sagen, ich habe mich entschlossen. Ich komme hinauf. Morgen fliege ich mit dem Raumschiff ab. Ich werde also doch zu dir hinaufkommen. Und ich liebe dich. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich liebe dich. Wir haben uns so lange... Ihre Stimme war nun unterwegs in jene unbekannte Welt. Jetzt, da die Botschaft abgesandt, die Worte ausgesprochen waren, hätte sie sie am liebsten zurückgerufen, um sie zu zensieren, neu zu ordnen, einen schöneren Satz zu bilden, eine schönere Erklärung für ihre Seele abzugeben. Aber schon hingen die Worte zwischen Planeten. Nun gehörten ihre Worte nicht mehr ihr, sie gehörten dem Weltraum. Sie gehörten niemandem, bis sie ankamen. Und sie reisten mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen in der Sekunde an ihr Ziel. Was wird er mir sagen? Was wird er in der 1 Minute antworten, die ihm gewährt ist? Fragte sie sich. Sie spielte nervös mit ihrer Armbanduhr. Ihr Lichttelefonhörer an ihrem Ohr knisterte und der Weltraum sprach zu ihr mit elektrischen Tänzen und Hüpfern und hörbaren Nordlichtern. Hat er geantwortet? Flüsterte Leonora. Psst, erwiderte Janice und krümmte sich wie eine Kranke. Da kam seine Stimme durch den Weltraum. Ich höre ihn, rief Janice. Was sagt er? Die Stimme rief vom Mars her und bahnte sich ihren Weg durch Räume, in denen es weder Sonnenauf- noch Sonnenuntergang gab, sondern nur Nacht und eine Sonne inmitten der Schwärze. Und irgendwo zwischen Mars und Erde ging die Botschaft verloren. Vielleicht in einer Wolke elektrischer Schwerkraft, die auf dem Strom eines Meteors vorbeitrieb oder gestört wurde durch einen Regen silberner Meteoriten. Jedenfalls wurden die kleinen, unwichtigen Worte seiner Antwort fortgewischt. Und als seine Stimme durchkam,
sagte sie nur ein einziges Wort: Liebe. Danach herrschte wieder die riesige Nacht und das Geräusch von kreisenden Sternen und Sonnen, die vor sich hin flüsterten.